Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Im letzten Part haben wir mit dem Schattentempel angefangen und sind, so wie ich das sehen kann, schon fast ziemlich am Ende. Seht ihr auf der Karte, sind wir ganz in der Nähe vom Boss. Was ist das denn? Ein Labyrinth. Komm her. Wenigstens geben die hier ganz viele magische Energie. Nur entkommen lassen sollte man sie nicht. Ah, das ist bestimmt wieder dasselbe Spielchen wie mit dem einen Totenkopf. Nur diesmal sind es drei. Ich bin ja so toll im Werfen. Seht ihr? Super! Das kann dauern. Das hat nicht mehr gereicht. Ach, was soll's. Ich nehme dann einfach meine eigenen Bomben. Geht schneller. Ja, toll. Ich brauche aber keine Rubine. Hier muss noch irgendwas anderes sein. Ach, doch keine Bombe. Jetzt mach ich die weg hier. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das bringt, aber okay. Nee, mit euch gebe ich mich jetzt hier nicht ab. Die kommen. Oh. Ups. Das ist aus Holz. Das verbrennen wir mal lieber. Setz dich gar nicht erst wieder hin. Mach's dir gar nicht bequem. Geld, Geld über Geld. Wenn ich reich werden will, komme ich hierher. Mann. Bist du ein lausiger Wächter für den Masterschlüssel? Ich vergesse jedes Mal, dass hier noch Wände sind. Hier sind wir noch nicht drin gewesen. Aber viel zu erwarten ist hier auch nicht mehr. Und hier sieht es fast so aus wie im Brunnen. So,
So, was kriege ich jetzt als Belohnung? Noch mehr Geld? Ein kleiner Schlüssel. Okay. Bleibt da jetzt nur noch der Boss. Na, verstehe schon. Doch nicht den Enterhaken, Mensch. Und so einfach baut man sich eine Brücke. Feuerpfeile brauchen wir für den Boss nicht. Eventuell aber die. Oh, Link, mach jetzt keinen Scheiß. Scheiß Dinger sind rutschig. Und auf geht's zum Boss. Mal wieder in so einem tiefen Loch. Bestialische Schattenmonstrosität. Bongo, bongo. Naja, fängt ja schon gut an hier. Komm, lass los. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Ja. So, ziemlich der leichteste Boss im ganzen Spiel. Ich habe ja gesagt, der Schattentempel ist so ziemlich der leichteste Tempel im Spiel. Thank you.
Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Link. Ich bin Impa, eine der Shika. Ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Shikas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule, jedoch... Auf den Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Gehe nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten, ich lege sie in dieses Amulett. Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Bitte suche die Prinzessin. Jawohl, Chef. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Wüste, wo dann der letzte Tempel auf uns wartet. Und um in die Wüste zu kommen, brauchen wir unsere treue Stute Epona. Also in die Gerudo-Festung zu kommen, das wird kein Spaziergang. Weil die Gerudos sind nicht gerade sehr freundlich. Vor allem gegenüber Männern nicht. Liegt daran, dass dieser Stamm nur aus Frauen besteht. Und das ist der Grund, warum wir Epona brauchen. Nämlich um diese Schlucht zu überqueren, weil die Gerudos haben die Brücke zerstört. Ah, Epona. Ich bin Handwerksmeister. Es waren Gerudos, die die Brücke zerstört haben.
Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Tja, wenn du nur ein bisschen was über die Gerudos weißt, dann kannst du dir schon ausmalen, was sie dort tun werden. So, und die Festung wird streng bewacht und wir dürfen auf keinen Fall gesehen werden. Unter gar keinen Umständen. Ja, da ist schon mal der Erste. Hey Kleiner, dich meine ich. Schau hier ja in die Zelle. Das ist mit den Zimmerleuten passiert. Und so wird es uns auch ergehen, sollten wir erwischt werden. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Oh, du willst kämpfen? Komm her, Baby. Komm. Komm. Ab. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin Ben, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Wie der läuft. Oh mein Gott. In der originalen deutschen Version hießen die Zimmerleute allerdings noch anders. Nämlich wie die Beatles. Das weiß ich noch genau. Das war ein guter Gag. Leider haben sie das aber geändert. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist doch lustig. Dass die nicht getötet werden. Warum? Die müssten tot sein. Ich sollte mich beeilen, bevor die aufwachen. Ich glaube, das ist ein Herzteil.
Jawohl. Mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Wieder da. Probieren wir es mal hier. Sieht gut aus. Ja, die sagen alle das Gleiche. Ja, ja, bla bla, pass auf, ja. Klappt doch wie am Schnürchen. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Bodo, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Woher weiß er das? Haben die sich Briefe geschrieben? Woher weiß er, dass es nur noch zwei sind? So, und die übrigen beiden Zimmerleute befreien wir dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.